Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Valentinstags-Kooperation, die ich mit der Annika von Genussvoll, der Kuchen für Lisa, dem Thomas von Ron's Kitchen und dem Tom von der Chaos Kitchen 51 organisiert habe. Die Kanäle habe ich euch am Ende in der Endcard und in meiner Infobox unter diesem Video verlinkt. Dort habe ich euch noch drei weitere Kanäle verlinkt, denn es gibt noch eine zweite Kooperation für den Valentinstag am kommenden Sonntag. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und ich melde mich noch mal am Ende meines Videos. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir Valentinstags-Cupcakes backen. Für diese Cupcakes müssen wir zweimal backen. Und ich zeige euch jetzt, wie wir die Herzform mit einem ganz einfachen Rührteig herstellen. Wir können jetzt ganz simpel anfangen und zwar beginnen wir damit, all unsere Zutaten für den roten Herzteig in eine Rührschüssel zu geben. Und anschließend werden wir alles ca. 2 bis 3 Minuten schön cremig aufschlagen. Werden wir unseren Teig einfärben. Und zwar könnt ihr das mit Pastenfarben machen. Ich habe jetzt hier Rot und Pink von Wilton, weil beide leider fast leer sind und ich werde jetzt einfach ein bisschen was zusammenmischen. Wenn ihr dann mit dem Farbergebnis zufrieden seid, können wir unsere Springform oder auch, was ihr einfach zu Hause habt, ich habe jetzt hier eine Springform eingefettet und mit Backpapier ausgelegt, aber ihr könnt natürlich auch so einen verstellbaren Backrahmen nehmen und den mit Backpapier einschlagen. Ja, ich habe mich jetzt hier für die Springform entschieden. Meinen Ofen habe ich bereits auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und gebe jetzt einfach meinen Teig in meine vorbereitete Springform und werde ihn gleich ungefähr 20 bis 25 Minuten backen lassen. Das werde ich euch aber dann noch sagen, wie lange er genau gebacken hat. Ihr dürft die Springform wirklich einfetten, weil es ist jetzt kein Biskuitboden, den wir hier drinne backen. Kuchen ist jetzt fertig gebacken und hat insgesamt 18 Minuten gebraucht. Ich habe ihn aber schon nach 10 bis 12 Minuten mit Alufolie abgedeckt, dass er mir dann nicht zu dunkel wird. So sieht mein Kuchen jetzt aus. Den werden wir jetzt stürzen und lassen ihn vollständig auskühlen, dass wir ihn nachher mit den Herzformen, mit den Herzausstechern ausstechen können. Super. So. Und so lassen wir den Kuchen jetzt vollständig auskühlen. Wenn euer Kuchen nun komplett ausgekühlt ist, können wir unsere Herzchen ausstechen. Ich habe jetzt hier so einen ganz normalen Keksausstecher. Habe mir jetzt hier auch schon mal ein bisschen vorgestochen, dass wir gleich wirklich 12 Herzchen rausbekommen. So. Also ihr nehmt einfach euren Kuchen. Er ist immer noch ein bisschen weich und das wird auch so sein. Aber ihr könnt ihn auch gerne vorbacken und dann am nächsten Tag einstechen. Ausgestochenen Herzchen sehen alle ganz hübsch aus. Die müssen jetzt aber wirklich noch in den Gefrierschrank, dass wir sie später einfacher verarbeiten können. Und wenn euch die zu hoch sein sollten oder die Rückseite euch nicht ganz gefällt, dann könnt ihr die natürlich auch noch ein bisschen trimmen und einfach schmäler schneiden. Unsere ausgestochenen Herzchen jetzt im Gefrierfach ruhen, habe ich hier mal 12 Cupcake-Förmchen vorbereitet und zwar einmal 6 Stück mit so ganz einfachen weißen Muffin-Förmchen, die ihr im Internet und in jedem Supermarkt zu kaufen bekommt. Und dann habe ich noch einmal hier
so feste, backfeste Papierförmchen. Die habe ich einmal von einer ganz, ganz lieben Freundin, der lieben Isa, geschenkt bekommen. Und ich werde euch jetzt einfach mal beide Varianten zeigen. Und ihr entscheidet einfach, wenn ihr diese Muffins mal nachbackt, wie ihr es machen möchtet. So, wir werden ja nachher unser Herz hier reinstellen. Und wenn wir unsere Muffins anschneiden, möchten wir natürlich auch dieses Herz durchgeschnitten schön erkennen. Und ich nehme jetzt einfach die Cupcake-Förmchen und werde mir die Vorderseite mit einem ganz normalen Bleistift hier markieren, mit einem kleinen Pfeil, dass ich weiß, hier ist meine Vorderseite und so werde ich dann auch mein Herz hineinstellen. Ich habe jetzt meine gefrorenen, ausgestochenen Herzen aus dem Gefrierfach geholt. Sie sind richtig schön durchgekühlt und ich werde sie mir jetzt nochmal mit Hilfe eines Brotmessers etwas dünner schneiden, weil sie mir so einfach zu dick sind. Jetzt können wir unseren Vanilleteig zubereiten. Die Zubereitung ist wirklich super easy. Wir haben hier unsere Zutaten und zwar haben wir hier Eier, Mehl und Backpulver, Butter, Zucker und selbstgemachten Vanillezucker. Ja, wir geben jetzt einfach alle Zutaten, wie auch vorhin bei dem roten Teig, in eine Rührschüssel, vermixen das kurz mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine und geben unseren Teig anschließend in einen Spritzbeutel. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich euch dann. So, jetzt kommen erstmal alle Zutaten in unsere Rührschüssel. Ich gebe jetzt noch einen ganz kleinen Schluck Milch hinzu, weil mir der Teig gerade einfach ein bisschen zu fest ist. Ich habe hier jetzt meine 12 vorbereiteten Muffinförmchen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe einmal 6 Stück mit diesen festen Förmchen gemacht und habe jeweils auf die Unterseite einen Pfeil mit einem Bleistift aufgezeichnet. Und dann habe ich hier noch die normalen Muffinförmchen, die man ja auch in jedem Supermarkt bekommt. Die hier, die bekommt ihr auf jeden Fall auf Amazon oder auch in jedem Tortengeschäft, wo ihr auch online bestellen könnt. So, ich habe jetzt meinen Teig in einen Spritzbeutel gefüllt, habe unten mit einer Schere ein Loch hineingeschnitten und gebe jetzt in jedes Förmchen erstmal so einen Spritzer von meinem Teig hinein, werde anschließend das Herz hineinstellen und bedecke das Herz anschließend mit dem gesamten Teig, den ich dann noch habe. Und wenn ihr dann damit zufrieden seid, wie eure Herzen stehen, können wir den restlichen Teig auf unsere Herzen aufspritzen. Meine gebackenen Muffins sind jetzt vollständig ausgekühlt und ich habe jetzt hier meine italienische Buttercreme vorbereitet. Das Rezept werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Hier habe ich jetzt noch so ein paar Herzsprinkles. Da könnt ihr auch Perlen nehmen oder einfach das, was ihr gerne möchtet. Ja, jetzt haben wir hier unsere Muffins in diesen einfachen Papierförmchen. Die sind richtig hübsch gebacken. Das Herz, was jetzt hier oben rausguckt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das werden wir jetzt gleich mit der Buttercreme bedecken und dann sieht das auch keiner mehr. Ich habe jetzt meine Buttercreme, wie gesagt, schon in einen Spritzbeutel gefüllt und vorne habe ich so eine offene Sterntülle, die ist von Wilton. Die habe ich mir bei Amazon gekauft und werde sie euch mal verlinken. Wer dann Interesse hat, kann sie sich ja mal ansehen. Ja, und jetzt werden wir einfach so einen Swirl aufspritzen. Dafür mache ich mir mal gern einen Klecks in die Mitte, um das schön gleichmäßig aufspritzen zu können. So. Ja.
Und so sieht dann mein kleiner Swirl aus. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Streusel, die wir einfach darüber streuen können. Genau das gleiche und spritzen hier erstmal einen Punkt in die Mitte und dann einen schönen Swirl hier außen herum. So, man sieht dann auch gar nicht mehr, dass das so schief und krumm gebacken ist und ich finde, das macht trotzdem echt was her. Das war mein Videobeitrag zu dem Thema Valentinstag mit den YouTubern Genussvoll, Ron's Kitchen, der Chaos Kitchen und der Kuchen Felisa. Die Kanäle zu den Lieben werde ich euch in der Infobox und hier in der Endcard verlinken. Schaut bitte unbedingt mal vorbei und lasst allen Lieben einen Daumen da und einen lieben Gruß von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Valentinstag und freue mich schon aufs nächste Video.